Als nächstes möchte ich auf die Bühne bitten, Frau Ann-Kathrin Riedel. Sie ist Vorsitzende des Lord-Verein für liberale Netzpolitik und Mitglied in der Arbeitsgruppe Ethik und Ethik in der Digitalisierung und Algorithmenmonitoring bei D21 gewesen. Eine große Frage, die sich immer wieder stellt, wenn irgendwo ein Hackangriff war, ist, warum haben wir nicht zurückgehackt? Warum das eine verdammt blöde Idee ist, jetzt muss ich auch noch ein Knöpfchen finden, verdammt. So, das passt. Jetzt. Warum das eine verdammt schlechte Idee ist, wird euch jetzt Ann-Kathrin erzählen. Warum Angriff nicht die beste Verteidigung ist. Einen Applaus bitte. Ja. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich habe ein Problem. Ich habe mich nicht gut auf diesen Vortrag vorbereitet. Die letzten zwei Tage waren für mich entsetzlich, vermutlich für jeden, aber für mich als Liberale besonders. Denn das, was in Thüringen passiert ist, hätte nicht passieren dürfen. Und ich hoffe inständig auf personelle Konsequenzen. Und weil es nicht reicht, sowas nur auf Twitter zu sagen, sage ich es auch hier, kein Fußbreit den Faschisten. Ich bin auch selten nervös bei Vorträgen, noch weniger bei Panels, aber heute bin ich es. Ich bin in der C-Base und soll vor lauter Expertinnen und Experten etwas zur Cybersicherheit erzählen und frage mich, was ich euch überhaupt Neues erzählen kann. Ich habe keine Ahnung von Cybersicherheit. Zumindest nicht annähernd auf dem Niveau, was ich vermute, was eures ist. Ich bin keine Informatikerin und keine Juristin. Meine Erfolge als Hackerin berufen sich auf das Knacken der Kindersicherung am Fernseher, als ich noch nicht mal richtig lesen konnte, und das Erraten der Passwörter meiner Eltern. Mit nur sehr wenigen Versuchen, und ich kann verraten, es waren weder Geburtstage noch Namen noch ein Passwort unter der Top 100 Liste. Aber menschliche Intelligenz kann manchmal doch schneller sein als ein Angriff mit Technik. Ich habe Islamwissenschaften studiert. Arabische Grammatik hilft wenig bis gar nicht, wenn es um Cybersicherheit geht. Auch wenig, wenn es um die Verteidigung von Bürgerrechten im Digitalen geht. Aber genau das ist eigentlich der Punkt, warum ich das hier mache und Vorsitzende von LOT, dem Verein für liberale Netzpolitik, wurde. Ich glaube, es müssen sich mehr Menschen mit diesen Themen beschäftigen und es müssen mehr Menschen um die Bedeutung von Cybersicherheit und Bürgerrechten wissen. Mindestens an der Wahlurne. Darin sehe ich auch meine Aufgabe. Als Mensch, der eben weder Juristin noch Informatikerin ist, andere Menschen für diese Themen zu begeistern, ihnen diese fachspezifischen Inhalte verständlich zu erklären, sodass sie um diese Bedeutung wissen und dann dort, wo sie es können, entsprechend handeln. Denn wir brauchen mehr Mitstreiterinnen, mehr Bewusstsein bei Unternehmen, Zivilgesellschaft und allen Politikern, nicht bloß Digitalpolitikern und Digitalpolitikern, doch auch teilweise bei denen. Ich habe in meinem Verein großartige und schlaue Menschen, die dieses Papier, das ich heute vorstellen möchte, erarbeitet haben. Und das möchte ich euch eben heute vorstellen. Und wenn ich euch inhaltlich nichts Neues erzähle, dann hoffe ich, dass ihr wenigstens mitnehmt, dass wir gemeinsam Strategien und Wege finden müssen und entwickeln werden müssen, um diese Themen, über die es heute geht, in die Breite zu tragen. Lasst uns daran auch gemeinsam arbeiten. Zu meinem Vortrag. Warum Angriff nicht die beste Verteidigung ist zur Notwendigkeit einer defensiven Cybersicherheitsstrategie. Ein Zitat aus dem Lagebericht zur IT-Sicherheit vom BSI, und das Gute ist beim Thema IT-Sicherheit und Cybersicherheit, wir reden immer stärker darüber, auch in der breiteren Gesellschaft, weil wir merken, dass das Thema relevant ist. Es fehlt häufig noch an der Verwendung der korrekten Begrifflichkeiten, wenn ich nur an ein Jahr zurückblicke, der Hack auf den Bundestag, der sich natürlich nicht als Hack herausstellte, aber immer mehr und mehr Leute und vor allem in der Politik kommt immer mehr an, dass wir uns um dieses Thema kümmern müssen. Die Bundesregierung ist nicht untätig, was das Thema angeht, aber ob das, was sie tut und plant, immer das Richtige ist, das ist die große Frage. Deutschland müsse eine offensive Cyberabwehr betreiben, das ist gerade so die Tonalität in der Bundesregierung, und das heißt, Hackback soll möglich sein. Es ist müßig, darüber zu sinnieren, welche Behörden und Ministerien im Fall eines Cyberangriffs bei der Lagebeurteilung einbezogen werden sollten und ob am Ende das Militär, eine Polizeibehörde oder der Bundesnachrichtendienst
für die Ausführung eines solchen Hackbacks zuständig sein sollte. Es ist auch nicht zielführend, juristische Debatten zu führen, ab welchem Punkt das nun verfassungsrechtlich möglich ist oder nicht, so ein Hackback durchzuführen. Wir sollten uns stattdessen darauf konzentrieren, dass Deutschland eine strikt defensive Cybersicherheitsstrategie verfolgt und sich auch auf europäischer und internationaler Ebene für die Ächtung digitaler Waffen einsetzt und eine Strategie für die Autonomie im Hardwarebereich mitentwickelt. LOT verurteilt den Einsatz und die Bereitstellung offensiver Wirkmittel im Cyberraum. Wir setzen uns daher eben für eine solche strikt defensive Cybersicherheitsstrategie ein. Die Gründe dafür möchte ich euch einmal vorstellen und dann natürlich auch die möglichen Lösungswege. Kollateralschäden sind bei einem Hackback nicht absehbar oder eben bei der Nutzung von offensiven Wirkmitteln. Kollateralschäden sind aber sehr wahrscheinlich. Selbst der Code von den besten Hackerinnen und Hackern kann nicht intendierte Folgen haben. Sie können Schäden bei unschuldigen Personen und Organisationen verursachen. Selbst vermeintlich erfolgreiche Operationen im Cyberraum wie Stuxnet gegen das iranische Atomprogramm hatten massive Nebenwirkungen. 1000 Steuerungssysteme wurden weltweit infiziert. Auch bei hochgerüsteten Schadprogrammen wie Triton und Indostroyer sehen wir, dass sie nicht hundertprozentig funktioniert haben und eben weitaus größeren Schaden angerichtet haben. Computerprogramme, also Malware, haben keine Hände, keine Füße, keine Augen. Sie wissen nicht, auf was für einem System sie landen, wenn man sie irgendwo aufspielt. Das heißt, sie wissen nicht, ob sie wirklich auf dem richtigen System sind, in welchem Land sie sind und ob sie eben den wirklichen Feind getroffen haben. Also eine Cyberwaffe kann niemals zielgenau sein. Durch diese Kollateralschäden ist zivile kritische Infrastruktur massiv gefährdet. Wir können eben nach dem aktuellen Stand der Technik niemals sicher ausschließen, dass wir nicht auch zivile kritische Infrastruktur oder zivile Infrastruktur generell treffen. Wir müssen sogar davon ausgehen, dass so ein Angriff Energie- oder Wasserversorger, Krankenhäuser oder ähnliches trifft. Sind kriegerische Handlungen gegen zivile Infrastruktur bereits heute durch internationale Vereinbarungen bereits geächtet. Dazu gehören die Zusatzprotokolle der Genfer Konvention als auch die deutlich ältere Haager Landeskriegsordnung. Diese untersagen Angriffe auf zivile Infrastruktur. Wir müssen aber auch dringend den Begriff von kriegerischen Handlungen bzw. die Definition dieses Begriffs überarbeiten. Denn nur wenn wir das tun, können wir eben auch Cyberangriffe mit einschließen und eben verdeutlichen, was so ein Cyberangriff ist. Das ist dringend notwendig, denn nur so können wir eben Cyberangriffe abgrenzen zu Angriffen von beispielsweise jugendlichen Hackern, die einen Streich spielen wollen oder Industriespionage. Wir haben es jetzt der Ermordung von Soleimani gesehen, dass da auch Kids in den USA oder wahrscheinlich Kids oder irgendwelche kleineren Gruppen eine Webseite gehackt haben. Da ist eben die Frage, ob das ein Cyberangriff im Sinne einer kriegerischen Handlung wäre oder nicht. Erst wenn wir das getan haben, können wir darauf aufbauend politische Sanktionen entwickeln, die wir nutzen können, sollte sich eben ein Land nicht an diese Vorgaben halten. Digitale Abschreckung funktioniert nicht. Dazu hat Martin Schulze von der SWP ein ganz tolles Papier geschrieben, auf das wir uns berufen. Es wird immer noch davon ausgegangen, dass es wie im Kalten Krieg funktioniert, dass man einfach mal das Waffenarsenal, das man hat, auf Paraden präsentieren kann. Hätte ich irgendwelche PowerPoint-Skills, hätte ich jetzt schön irgendwelche Computer oder versucht, Zero-Day-Exploits auf einer Militärparade zu manipulieren für ein Bild. Diese Analogie funktioniert halt im Kalten Krieg nicht mehr und das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst, die darüber sprechen, wenn wir offensive Wirkmittel im Cyberraum haben wollen. Wenn solchen Staats Tests mit digitalen Waffen durchführen, werden sie das im Geheim tun, werden eben nicht abschrecken und drohen können wie mit einer Atombombe. Und sie werden eben auch keine Zero-Day-Exploits präsentieren, denn sobald sie das tun, ihr wisst es, sind die eigentlich wirklos. Also Abschreckung funktioniert im digitalen Raum nicht. Bekommt der Gegner eben mit, was ein Land, was ein potenzieller Angreifer für Zero-Day-Exploits hat, wird er sie eben selber nutzen und
Angegriffene und Angreifer würden ihre Digitalwaffen würden ihre Systeme nach dem Einsatz von Digitalwaffen absichern und diese Schwachstellen eben schließen. Das Problem ist hier, dass die Zivilgesellschaft und Unternehmen das meistens gar nicht mitbekommen und dort diese Sicherheitslücken immer noch offen werden und dann potenzielle Opfer von eben den benannten Kollateralschäden wären. Das ist zu verhindern. Ebenso nicht möglich, und auch das ist, denke ich, hier nichts Neues, die Attribution von Angriffen ist nicht möglich. Das ist ja der Sinn von den Angriffen, die Hackerinnen und Hacker meistens machen, ihre Taten zu verschleiern. Sie verwischen ihre Spuren, sie verwenden gefälschte IP-Adressen und wir können nicht mal wissen, dass der Computer, von dem der Angriff durchgeführt wurde, nicht selber gehackt wurde, um eben diesen Angriff zu fahren. Das heißt, es kann nie ausgeschlossen werden, dass ein Hackback auf ein falsches System abzielt. Und hier haben wir eben auch wieder die Problematik, die daraus resultiert, dass Kollateralschäden auf zivile Infrastruktur die Folge sein können. Auch das Vorhaben, dass einige Länder wie Großbritannien oder die USA haben, dass sie einen Vulnerabilities Equities Prozess haben und Deutschland plant eben auch, dies zu tun, ist nicht die richtige Lösung. Bei so einem Prozess wird ein staatliches Gremium entscheiden, welche Sicherheitslücken geheim gehalten werden und welche an den Hersteller gemeldet werden, um diese zu schließen. Und diese Geheimhaltung dient eben dazu, dass Sicherheitsbehörden diese Schwachstellen weiter nutzen können. Wir haben das zum Beispiel bei WannaCry gesehen. Auch das darf nicht passieren. Denn dieses Vorgehen, dieser Prozess führt weder dazu, dass der Staat als solches, die Wirtschaft oder Gesellschaft zu einem höheren Sicherheitslevel kommen. Dadurch ist die Überwachung und Infiltration von Computersystemen durch Behörden und Kriminellen immer noch möglich. Und wir sind der Meinung, dass sobald Sicherheitslücken bekannt werden, diese unbedingt und ausnahmslos gemeldet werden müssen und durch den Hersteller behoben werden müssen. Es kann nämlich teilweise mehrere Jahre dauern, bis solche entwickelten Softwareaktualisierungen, die denn dafür nötig sind, überall aufgespielt wurden. Und Sicherheitsbehörden können diese Lücke über die entsprechenden Zeiträume eben nutzen, wenn es für eine Maßnahme, die auf diese Sicherheitslücken abspielt, eben eine richterliche Anordnung gibt. Aber auch hier müssen sehr strenge juristische Vorhaben oder Wege eingehalten werden. Vor allen Dingen brauchen wir eine bessere Ausbildung in der Justiz, damit eben Richterinnen und Richter auch beurteilen können, ob hier eine richterliche Anordnung gegeben werden sollte oder nicht. Dieser Vulnerabilities Equity Prozess ist kein Mittelweg zwischen Offensive und Defensive, sondern eben ein Prozess, bei dem Wirtschaft und Zivilgesellschaft dauerhaft Bedrohungen ausgesetzt werden. Was also tun? Wer klug ist, beugt vor. Eine defensive Cybersicherheitsstrategie, die ich euch jetzt einmal vorstellen möchte, die Punkte, die wir da haben. Bildung ist immer ein Thema. Bildung ist hier aber auch enorm wichtig und ich glaube, das wird zu oft vergessen. Wir müssen nicht nur darauf achten, dass unsere Produkte, die wir hier nutzen und entwickeln, mit Security by Design gestaltet werden, um uns so proaktiv gegen Angriffe zu stützen. Das stärkt auch die digitale Resilienz. Wir müssen auch darauf achten, dass IT-Fachkräfte, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen ständig weitergebildet werden, was IT-Sicherheit angeht und auch die IT-Fachkräfte eben regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden. Es ist auch für euch sicherlich nicht unbekannt, dass das größte Cybersicherheitsrisiko meistens vor dem Rechner sitzt, das dann irgendwelche Dokumente wild öffnet. Wir müssen aber auch an unseren Informatikstudiengängen arbeiten. Das heißt, IT-Sicherheit muss zwingend Bestandteil im Informatikstudium werden und wir brauchen deutlich mehr Lehrstühle mit Schwerpunkt auf dieses Thema. Ein Punkt, der nicht in unserem Papier steht, den ich aber auch eingebracht habe, ist das Thema, eine Bundeszentrale für digitale Bildung zu entwickeln, die Bürgerinnen und Bürger darüber aufklärt, was Cybersicherheit überhaupt ist, wo sie beginnt. Wenn ich häufig in meinem Umfeld sehe, dass Menschen noch nicht mal eine PIN-Nummer an ihrem Handy haben, um dieses vor fremden Zugriffen zu sichern, dann ist das halt der Ort, wo wir anfangen müssen, wenn es um unsere gesamte IT-Infrastruktur geht. Menschen müssen doch einfach verstehen, dass das ein wichtiges Thema ist. Nur so können sie sich dafür einsetzen, dass sich auch unsere Regierung daran hält.
Bereits angesprochen habe ich den Digitalwaffensperrvertrag. Deutschland muss sich dringend dafür einsetzen, dass wir diesen Digitalwaffensperrvertrag auf internationaler Ebene bekommen. Nationale Gesetzgebung für ein Hackback hier in Deutschland ist auch immer Animation für andere Länder, es uns gleich zu tun. Auch hier sollten wir, auch das ist ein Grund, warum wir dringend darauf verzichten sollten, denn ich glaube, uns ist zu wenig bewusst hier in Deutschland und Europa, dass wir Vorbild in der Welt sind. Menschen kopieren ganz gerne unsere Gesetze, das ist nicht nur bei der DSGVO so, wo es vorteilhaft ist, das ist leider auch bei Gesetzen wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Fall, und ich glaube, hier ist es kein gutes Vorbild, dass wir in der Welt sind, und das sollten wir bedenken. Genau, wir sollten uns daher eben für einen Digitalwaffensperrvertrag einsetzen. Das heißt, wir sollten nicht nur A, B, C, sondern auch D-Waffen ächten und international verbieten. Ein nächster Punkt ist der Einsatz für eine digitale Souveränität Europas. Das ist ja von der Europäischen Kommission zum Glück nun auf dem Schirm. Hoffen wir, dass sie das gut angehen. Wir sind massiv abhängig bei unseren Lieferketten. Wir haben keine eigene Hardwareproduktion. Auch die Softwareproduktion lässt deutlich zu wünschen über. Die USA und China sind hier Vorreiter, und wir haben eigentlich gezeigt, dass wir da ganz gute Ansätze haben, wie wir das für Europa entwickeln können. Wir haben das CERN, wir haben den Airbus, und hier sollten wir deutlich stärker auf europäische Zusammenarbeit setzen, um eben gerade für sicherheitsrelevante Infrastrukturkomponenten eigene Produkte zu entwickeln. Außerdem sollten wir aktiv werden, um die Defensive zu stärken. Wir als LOT, wir sagen, dass es ganz klar ist, dass die Grenze zwischen offensiven und defensiven Technologien oft schwer definierbar ist und oft je nach Situation auch fließend sein kann. Wir denken, dass Maßnahmen wie zum Beispiel das Umleiten von Datenverkehr, das temporäre Blockieren einzelner Anschlüsse, von denen Angriffe ausgehen, oder die Analyse des Datenverkehrs bei DDoS-Angriffen zu blockieren, als defensive Maßnahmen zählen. Auch die Separierung von ganzen Netzsegmenten mit dem Zweck der Entstörung der Netze stellt in diesem Kontext eine defensive Maßnahme dar. Für uns ist ein wichtiges Kriterium zur Einschätzung, ob eine Maßnahme defensiv oder offensiv ist, die Frage der Geheimhaltung. Muss also ein Wirkmittel geheim gehalten werden, um seine volle Wirkung zu entfalten, dann ist diese Maßnahme in unseren Augen offensiv und daher abzulehnen. Gerade noch defensive Maßnahmen sind der Einsatz von Schwachstellenscannern, wie zum Beispiel Nmap oder Nessus, oder der Einsatz von Exploit-Frameworks wie Metasploit und Kali, da diese Frameworks eben öffentlich bekannte Exploits verwenden und eigentlich aktuell gehaltene und gepflegte Systeme immun sein sollten gegen diese. Auch können wir wie bei B- und C-Waffen kann es wie bei B- und C-Waffen unter Umständen notwendig sein, D-Waffen zu entwickeln, damit man eine Verteidigung gegen diese aufbauen kann. Bei B- und C-Waffen wären das zum Beispiel Schutzkleidung, Medikamente, Gasmasken oder dergleichen. Und bei D-Waffen bestünde diese Verteidigung beispielsweise aus Patches, Intrusion, Detection und Firewall-Regeln. Eine ganz klare Grenzüberschreitung ist für uns das Ausführen von Software auf fremden Systemen mit dem Ziel der Spionage, Datenausleitung oder Schädigung der Funktion des Systems. Diese Maßnahmen hat auch bereits das IT-Grundrechteurteil des Bundesverfassungsgerichts verurteilt und untersagt. Nicht zu vergessen, das muss sich auch die Bundesregierung noch einmal daran erinnern, Grundrechte gelten eben auch im Internet. Die Manipulation des Routings von Datenpaketen, sogenannte PGP-Hacks, mit dem Ziel, nationale Netze zu zerstören oder zu infiltrieren, oder Angriffe auf Certificate Authorities sollten von der internationalen Staatengemeinschaft unserer Meinung nach ebenfalls geächtet werden. Die große Frage auch immer, was darf die Bundeswehr? Die Leitungsebenen im Bundesministerium des Inneren und im Verteidigungsministerium möchten die Bundeswehr ja gerne zu einer aktiven Cybertruppe weiterentwickeln, um im Cyberraum eben militärisch aktiv zu sein.
Ein Tätigwerden der Bundeswehr, das ist eigentlich bekannt, setzt ja voraus oder hat erhebliche verfassungsrechtliche Hürden. Und unsere Bundeswehr ist eben nach dem Grundgesetz eine reine Verteidigungsarmee. Dabei ist zentral der Artikel 87a vom Grundgesetz, der eben vorschreibt, dass die Streitkräfte außer zur Verteidigung nur dann eingesetzt werden dürfen, sofern es das Grundgesetz ausdrücklich zulässt. Aber die in den Ministerien diskutierten Szenarien, die, bei denen ein Hackback angebracht werden, entsprechen eben eindeutig nicht diesen Kriterien, die im Grundgesetz für den Verteidigungsfall festgeschrieben wurden. Wir lehnen als LOT explizit die Schaffung von rechtlichen Möglichkeiten zum Einsatz der Bundeswehr im Cyber- und Informationsraum ab. Auch darf der BND nicht solche Kompetenzen bekommen. Denn wenn bereits eine Parlamentsarmee keine offensiven Wirkmittel im Cyber- und Informationsraum einsetzen darf, dann gibt es eigentlich keinen Grund, diese Kompetenzen an einen Nachrichtendienst weiterzugeben. Damit unser Punkt: Angriff ist eben nicht die beste Verteidigung, sondern wir brauchen eine strikt defensive Cybersicherheitsstrategie. Und ich hoffe, die Bundesregierung und Herr Seehofer setzen sich auch dafür zukünftig ein. Vielen Dank. Genau. Unsere Veröffentlichung bzw. unser Paper findet ihr auf unserer Webseite. Bei unseren Positionspapieren könnt ihr euch gerne angucken und runterladen. Und das wäre es jetzt von mir. Du hast eine Frage. So, Fragen. Hebt die Hand. Ich komme mit einem Mikro bei euch vorbei. Die erste Frage hier. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht, aber es klingt ja alles total klar und einleuchtend. Warum ist das noch nicht gesellschaftlicher Konsens? Was ist da das Hindernis eigentlich? Also meiner Erfahrung nach aus dem Politikbetrieb ist das einfach Unkenntnis. Unkenntnis darüber, wie es funktioniert und vor allen Dingen auch diese ganzen Analogien, glaube ich, eben noch beim Kalten Krieg, dass man denkt, das hat ja früher auch funktioniert mit der Abschreckung, das wird auch jetzt funktionieren. Und ich glaube, wieder meine Erfahrung, dass man das nicht versteht, dass eben das Digitale, die Prinzipien die gleiche sind, aber es eben nicht mehr analog wie im Analogen funktioniert. Und deswegen ist massive Aufklärungsarbeit notwendig. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Wir brauchen da mehr Mitstreiter, die eben auch rausgehen aus den Bubbles der Cybersicherheit und den Leuten versuchen, das zu erklären, weil wir haben so wenig Personal im Bundestag als Abgeordnete, die das verstehen. Und deswegen ist es zwingend notwendig, dass wir das weiter erklären und versuchen, auch verständlich zu erklären, in einer Sprache, die eben nicht ITler verstehen. Ich weiß es nicht. Ich kann dir keine Antwort geben, ich weiß es nicht. Ich spiele mal ein bisschen Advocatus Diaboli jetzt. Wir erleben ja in den letzten Jahren verstärkt Cyberangriffe, wo man sagt, da stecken staatliche Akteure hinter, sei es Russland, sei es Nordkorea. Das sind immer die üblichen Verdächtigen. Man hat die USA gesehen, im Iran, Israel kann es auch. Was spricht eigentlich dagegen, dass man annimmt, dass diese Cyberangriffe, die man da beobachtet hat und die sichtbar wurden, nicht genau das Äquivalent der Abschreckung aus dem Kalten Krieg sind? Dass diese Staaten zeigen, guckt mal, wir können das und wir können das auch in größerem Maßstab, wenn ihr uns ärgert. Kannst du nochmal deine Frage? Also du meintest ja die Abschreckungsstrategie aus dem Kalten Krieg mit wir fahren Raketen in der großen Militärparade über den Roten Platz, funktioniert nicht mehr. Und meine Frage ist halt, kann man nicht auch die ganzen Cyberangriffe, die man jetzt staatlichen Akteuren zuschreibt, aus Russland, aus Israel und so weiter, kann man die nicht gerade als das Äquivalent der Raketenabschreckung sehen? Weil das ja bisher nur sehr begrenzte Angriffe waren, nicht in einem großen... Könnte man, denke ich, in der Theorie, ich glaube, das führt uns halt nur zu nichts. Denn wenn wir das als Abschreckung sehen und dann weiter aufrüsten, dann haben wir eben diese ganzen Kollateralschädenprobleme. Da ist ja niemandem geholfen, weil es, also, wie wollen wir uns auch in einer digitalen Welt weiterentwickeln, wenn ja die Konsequenz daraus ist, dass wir eine massive, wirklich massive IT-Unsicherheit haben. Also kann das deswegen meiner Meinung nach gar nicht die Abschreckung sein. Sekunde.
Das ist deswegen keine Abschreckung, weil wenn man eine Cyberwaffe eingesetzt hat, ist sie verbrannt. Das heißt, der Gegner kennt sie, kann seine Firewall-Regel neu schreiben, zack, wertlos geworden. Deswegen funktioniert das Prinzip der Abschreckung mit Cyberwaffen eben nicht so. Stuxnet ist jetzt gut bekannt, tracebar und detektierbar auf den Systemen, weil es eingesetzt worden ist. Deswegen ist es... Ja, ich möchte mal darauf hinweisen, dass wir gerade auf die angebliche Abschreckung reagieren, indem wir diskutieren, ob wir aufrüsten sollen. Es funktioniert also nicht, ja? Selbst wenn wir das annehmen. Und zweitens ist von der CIA ein Angriffswaffending an WikiLeaks geleakt. Daran möchte ich nochmal erinnern, wo Tools drin waren, um eigene Angriffe aussehen zu lassen, als seien sie Teil von APT aus China. So, kurzer Einwand. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, hebt bitte die Hand. Wir sind zu zweit, wir kommen dann zu euch. Wer will als nächstes was einwenden, sagen, beitragen, fragen? Und Ion hat das Paper mitgeschrieben und mich gezwungen, hier vorzutragen. Das heißt, er darf auch antworten. Aber es gibt keine Fragen mehr, oder? Ich hatte eine Frage. Du hattest ja ausgeführt, viele wichtige und richtige Dinge, defensive Stärken, digitale Souveränität anstreben. Was ist deine Meinung? Wie sollten wir aber reagieren, wenn die Maßnahmen, wenn wir die umsetzen, nicht ausreichen und wir solchen Szenarien ausgesetzt sind, wie wir sie in dem Vortrag davor gehört haben? Also, dass es wirklich massive Angriffe auf Infrastrukturen gibt, die zu einer Groß-Cyberlage führen. Und diese defensiven Maßnahmen gescheitert sind. Welche Reaktionsmöglichkeiten würdest du in dem Fall dann sehen? Ich habe den vorigen Vortrag leider nicht mitbekommen, aber ich glaube, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, als im Cyberraum zu reagieren. Ich glaube, wir brauchen einfach eine deutlich bessere deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Und die ist, soweit ich weiß, ja nicht so wirklich existent. Und ich glaube, da müssen wir drauf achten. Wir dürfen auch nicht eben diplomatische und andere politische Sanktionsmöglichkeiten ausschlagen, aber im Cyberraum zurückschlagen ist, denke ich, nicht die richtige Lösung. Weitere Fragen? Ja, jetzt hast du mich doch ein bisschen provoziert. Wenn du so sagst, im Cyberraum zurückschlagen ist nicht die richtige Lösung, okay. Wir erinnern uns an eine Aussage des NATO-Generalsekretärs. Auch ein groß angelegter Cyberangriff kann den Bündnisfall der NATO auslösen. Und dann höre ich deine Aussage, mit anderen Mitteln reagieren. Und dann denke ich, klar, dann kommt der Marschflugkörper. Jetzt lachen alle, aber das ist ja dann die Konsequenz. Ja. Also es wird nicht zurückgehackt, sondern es wird zurückgeschossen. Ja. Ist das gewünscht? Es ist natürlich niemals gewünscht und ich würde auch niemals behaupten, dass wir mit Waffen präzisere Rückschläge machen könnten als mit Digitalwaffen. Wir sehen da ja auch mit den ganzen Drohneangriffen der USA, wie viele Kollateralschäden da passieren. Wahrscheinlich wäre das eine Antwort, die ich nicht begrüße, die ich definitiv nicht begrüße. Und ich glaube, da müssen wir eben auf Diplomatie setzen. Aber ja, es wäre mit Sicherheit eine Antwort in dem Status, den wir aktuell haben in der Welt. Wir haben halt keine perfekte Welt. Und das ist halt das Problem. Irgendwie müssen wir reagieren. Ich kann dazu nichts sagen, aber wenn ich realpolitisch daran gehe, wäre das wahrscheinlich die Lösung. Aber es kann ja eben auch nicht die Lösung sein, unsere IT-Sicherheit zu schwächen. Also es gibt keine perfekte Antwort, es gibt keine Lösung. Ja, man könnte zum Beispiel anfangen und man könnte das unter Strafe stellen, unsichere Software zu verkaufen. Und man könnte Mindestforderungen anstellen, wie lange Support geleistet werden muss. Ja, auf jeden Fall. Und ja, aber ich meine, wir reden hier immer über was man als Nachsorge für irgendwie Threat Intelligence abonnieren kann.
Mir wäre es viel lieber, wenn wir mal Produkthaftung einführen und einfach sagen, wer schlechte Software in Umlauf bringt, der haftet für die Schäden. Bin ich total dabei, aber das würde ja nicht implizieren, ich würde ja niemals 100% sichere Software rauskriegen, auch wenn ich haften muss, weil ich immer diese Lücken haben werde. Und das heißt, das Szenario, dass irgendwas passieren kann, werde ich ja so oder so haben, das bekomme ich nicht raus, damit muss ich umgehen. Also vielleicht eine Anmerkung zur Produkthaftung. Ich habe vor einem Jahr in der AG Kritis auch gesagt, Produkthaftung, cooles Ding, müssen wir die alle irgendwie dazu zwingen und drangsalieren. Ein wichtiger Punkt, den aber auch Matthias von der FSFE beispielsweise angebracht hat, weil wir den Diskurs ja auch mit allen führen, naja, mit Produkthaftung machst du auch sehr schnell Open Source kaputt. So, musst du vorsichtig sein. Ist ein berechtigter Punkt und wir haben in der AG Kritis weiterentwickelt. Man kann auch durchaus über Treuhandhinterlegungen überlegen, auch die Patente, nicht nur den Code, sodass du beispielsweise als Produkthersteller für eine kritische Infrastruktur hingehen kannst und sagst, okay, ich möchte den nicht rausrücken, aber wenn ich insolvent gehe, muss diese Maschine noch 30 Jahre betrieben werden können und sie ist kritisch und sie hat auch eine Versorgungssicherheit für, was weiß ich, 5 Millionen Menschen, dann kann ich den Code treuhänderisch hinterlegen, kann den mit den entsprechenden Patenten hinterlegen. Wenn ich insolvent gehe, haben meine Kunden die Möglichkeit zumindest, den Code weiterführen zu lassen durch ihre IT-Dienstleister etc. Das ist auch eine andere Form der Möglichkeit. Ich will damit nur sagen, es gibt nicht nur Produkthaftung oder wir werden alle sterben oder Marschflugkörper oder den Hackback. Es ist wirklich eine komplizierte Welt und wir brauchen auch immer die Diskussion, welche Varianten, Formen und Arten wir da einspielen können, damit anschließend auch nicht wieder noch krassere Gegenmaßnahmen dazu führen, dass es noch schlechter wird statt besser. Ja? Okay, weitere Frage da hinten. Ich muss mal kurz darüber springen. Nein, nur eine ganz kurze Anmerkung zu dem Thema quasi. Jetzt habe ich den Punkt verloren, schön. Nein, ich wollte nur sagen, im Endeffekt, wir sind ja noch nicht da, wo du sagtest, dass wir eigentlich sicher sind und dass uns quasi die Produkthaftung oder andere Mechanismen uns keinen Schutz bieten würden. Wir haben da ganz schön viel Luft nach oben, um mit solchen Mechaniken in der Verteidigung noch zu wirken. Also selbst mit denen, ich glaube, wir kriegen halt keine 100% sichere Welt hin. Wenn es deutlich weiter nach oben geht, ja. Haben wir noch weitere Fragen? Darf ich noch mal? Danke. Ich bin so ein bisschen gestolpert über das hehre Ziel mit dem Verbot von D-Waffen. Nun haben wir ja kein Verbot von A-Waffen, kein Verbot von B-Waffen, eine Konvention zum Verbot von C-Waffen, die löchrig genug ist, die problematisch genug ist. Wir kennen alle, oder die Älteren unter uns kennen die Beispiele, wie Material für Kugelschreiberminen nach Syrien geliefert wurde. Und dann stand in der New York Times Auschwitz in the Sand, weil damit Chemiewaffen gebastelt wurden. Diese Problematik hast du natürlich bei allem mit digital noch viel, viel mehr. Wo zieht man da die Grenze zwischen... Das ist noch irgendwie ein Sicherheitsinstrument zur Verteidigung oder es kann schon offensiv genutzt werden. Mhm. Hier sind Leute, die sich mit Code viel, viel, viel besser auskennen als ich, die vielleicht sagen können, klar, kannst du machen. Du kannst absolut sicher labeln, defensive D-Waffe, offensive D-Waffe. Ich wage das zu bezweifeln und halte es deswegen für, sagen wir, ein bisschen illusorisch. Ja, das ist die Dual-Use-Problematik. Ich habe mal im Export gearbeitet. Jeder Computer, der nach Iran ging, war auch potenziell Unterstützung für Waffen. Den Punkt haben wir auch in unserem Papier, den habe ich nicht genannt. Also der Umgang mit Dual-Use. Da haben wir dazu geschrieben, dass wir wollen die Illegalität an die Notwendigkeit der Geheimhaltung des Wirkmittels, aber auch an die Intention der Handlung knüpfen und entsprechende Gesetze wie zum Beispiel die Paragraphen 202a bis 202d im Strafgesetzbuch, die sogenannten Hacker-Paragraphen, das Abfangen und Ausspähen von Daten und die Datenhehlerei anpassen. Das ist ein Punkt. Also ein Waffensystem, dessen Legalität sich daran bemisst, was der Benutzer für eine Intention hat, das halte ich für eine ziemlich schräge Idee. Also
Betrug auch so. Aber Betrug ist kein Waffensystem. Es geht, ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Mittel, die schon verboten werden sollen. Schön, dass ich vielleicht gleich... Also, Also ich finde eigentlich, die Antwort ist trivial. Wenn das öffentlich ist, dann ist es... also das Ding ist ja, die Digitalwaffe in Anführungszeichen funktioniert ja nur, solange sie geheim ist. Das heißt, wenn ich was öffentlich mache, dann ist es in jedem Fall okay. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also das Problem ist doch, dass Leute Exploits verkaufen, die quasi, wo die zugehörige Sicherheitslücke nicht öffentlich bekannt ist. Also ein Abgrenzungsproblem sehe ich da. Ich wollte nur kurz eine Anmerkung reinwerfen, dass wir ein bisschen vermischen, was sozusagen das Ziel ist und was die, sagen wir, Umsetzbarkeit angeht. Vielleicht sollte man sich da ähnlich wie, wir hatten ja gerade eben auch die Atomwaffen nochmal, da haben wir uns irgendwie allgemein darauf geeinigt, dass die Dinger erstmal prinzipiell nicht so richtig das Ziel der Menschheit sind, weil sie dem Überleben der Menschheit halt grundsätzlich irgendwie entgegenstehen. Und genau das ist vielleicht das, was man bei den Digitalwaffen auch erstmal einmal grundsätzlich feststellen sollte, egal ob man die Dinger einsetzen kann oder nicht, ne, oder ob es sinnvoll ist und ob man die Proliferation da irgendwie genauso gut funktioniert wie bei den A-Waffen, dass man einmal feststellt, dass es grundsätzlich eine saublöde Idee ist und dass wir das eigentlich nicht wollen. Was dann die Geheimdienste und was auch immer für schattige Kreise dann doch irgendwie machen, ist dann gegen diesen Konsens und quasi so qua Menschheit, UNO, was auch immer, halt illegal. Und das wäre, glaube ich, erstmal das allererste Ziel, was man erreichen muss. Und dann wird das mit der Umsetzung, naja, muss man schauen. Aber es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie etwas sich daran orientiert, was man jetzt konkret direkt umsetzen kann, sondern dass man sich erstmal darüber einigt, was man eigentlich haben will. Und da sind wir meiner Meinung nach schon so die eine akzeptable Technologie zu weit, was das angeht. Ne? Das brauchen wir schlicht und einfach nicht. Also ich würde dazu auch nochmal anmerken, wenn ich weiß, dass irgendein Land Hackback betreibt, dann wüsste ich aber, über welches Netzwerk ich sie hacke. Also da könnte man super Staaten aufeinander hetzen. Das wäre sogar als Script-Kiddy im Keller leicht möglich. Dann noch eine Frage. Hallo, ja, kurze Anmerkung. Ich glaube, dass die Begrifflichkeit zwischen Offensive und Defensive recht schnell verschwimmen können. Wir haben da so ein bisschen artifizielle Vorstellung davon, wie das funktioniert. Mimikatz ist seit Ewigkeiten draußen und ist ein super Hacker-Tool. Und obwohl die Lücken bekannt sind, funktionieren die überall. Zweitens, Sicherheitspatches sind gleichzeitig eine Bastelanleitung für One-Days. Wer einen Sicherheitspatch hat, kann den reverse-engineeren, kann genau rausfinden, welche Lücke da drin gefixt wird. Ist für uns jetzt erstmal sowas, wo wir denken, okay, das ist super, da wird ein System sicherer gemacht. Aber es ist gleichzeitig eine Bastelanleitung für einen Hacker, um eine Lücke auszunutzen. Es ist gar nicht so einfach, zwischen guter und schlechter Software zu unterscheiden an der Stelle. Das Thema ist komplex. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Genau, also ich wollte im Wesentlichen auch den gerade genannten Punkt nochmal verstärken. Die meisten Angriffe werden zum großen Teil mit ganz gammeliger Malware, irgendwelche zusammengesteckte Ransomware, die auch jetzt nicht besonders sophisticated ist, gemacht. Also die Iraner laufen da rum, verschlüsseln halt irgendwelche Pipeline-Computer in Saudi-Arabien mit irgendwie so richtig mies gebauter C-Software, die irgendwie vom Praktikanten ist oder sowas. Ja, das ist, ich glaube, da herrscht auch manchmal ein bisschen eine merkwürdige Vorstellung, auf welchem Level da überhaupt Schaden angerichtet wird. Natürlich gibt's diese Angriffstools wie eben Stuxnet und Co., die aber auf einer ganz anderen Ebene auch technisch sind, als das, womit aktuell in breiter Masse Schaden angerichtet wird. Und diese Sachen, die wir da aktuell überall sehen, die kriegt man damit auch nicht weg. Also wenn man jetzt sagt, ich verbiete jetzt irgendwie O-Day-Trading für irgendwelche komplizierten Exploits, für irgendwelche, weiß nicht, Browser-Exploits oder irgendwelche spezialisierte Industriesoftware, dann wird das nicht besser werden. Man hat halt nur das Problem, dass dann irgendwie gerade Politiker probieren, irgendwelche künstlichen Grenzen zu ziehen, die dann technisch nicht sinnvoll umsetzbar sind.
Ich will nur aus der sicherheitspolitischen Richtung noch eine Anmerkung machen zu so einem Cyber-Treaty oder so einem Sperrwaffenvertrag, weil wenn man sich mit Rüstungskontrolle beschäftigt, dann sieht man, dass jeder Vertrag irgendeine Art Verifikation braucht. Das heißt, es braucht irgendeinen Mechanismus, der sicherstellt, dass alle, die das Ding unterschrieben haben, sich dran halten. Wenn Schadsoftware aber auf jedem verdammten IT-Gerät der Welt produziert werden kann, bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir wissen müssen, was auf jedem verdammten IT-Gerät dieser Welt passiert. Das heißt, es braucht logisch eine Infrastruktur, die auf jeden Computer gucken kann, und das will kein Mensch. Weil wie will man es sonst verifizieren? Du schüttelst den Kopf, bitte ergänze. Haben wir da Antworten drauf? Ja, noch einen Kommentar zum D-Waffen-Vergleich. Bei klassischen Waffen ist es ja so, dass ich einen definierten Ort habe, egal ob A, B, C, konventionell. Wenn ich dann groß genug einen Knallkörper drauf schmeiße, ist mein Angriff zumindest erstmal gestört oder erledigt. Dasselbe Problem habe ich aber nicht im Cyberraum. Der Erfahrung nach laufen die meisten Angriffe über gekaperte oder sonstige VPN-Netze, sodass ich eine Attribution extrem schwierig habe. Und ich kann halt auch nicht sagen, wenn ich da jetzt was draufschmeiße, dann ist es vorbei. Sondern das kann aus einer beliebigen Ecke wieder hochpoppen. Egal, ob ich jetzt da eine Cyberwaffe draufschmeiße, einen Marschflugkörper oder sonstiges, ich kann mich gegen so etwas überhaupt nicht definitiv wehren, beziehungsweise eine Drohkulisse aufbauen. Wenn ich meine Panzerbataillone an die und die Grenze fahre, dann ist das ein Statement hinsichtlich des gegenüberliegenden Landes. Wenn ich meine Cyberwaffen gegenüber AOL positioniere, kriegt A, AOL eventuell das gar nicht mit, und B, ja, diese Verortung funktioniert nicht, und da hakt das komplette Verständnis vom Cyberraum und die Attribution und auch Druckkulisse funktioniert nicht. Fragen? So. Ich glaube, genug diskutiert. Ich schließe diesen Vortrag hiermit. Danke.